Familienbetriebe, die seit Generationen bestehen, müssen jetzt aufgeben. Und auch Familien, die bisher gut gelebt haben oder zumindest auskamen, müssen sich dank ihrer existenzvernichtenden Politik nun die Frage stellen, ob man im Winter besser frieren oder hungern soll, meine Damen und Herren. Es sind Bürger und vielfach auch Unternehmer, die genau in diesen Angelegenheiten auf die Straße gehen, nämlich aufgrund ihrer verfehlten Politik. Die gehen auf die Straße, und sie werden von ihrer Regierung als Verfassungsfeinde und als Demokratiefeinde diffamiert. Das ist eine Schande. Allein in Ostdeutschland sind 50.000 Menschen letzten Montag auf die Straße gegangen. Und ich will Ihnen Folgendes sagen, da können Sie hier reinschreien, wie Sie wollen, von den Grünen, da kommen Sie nicht von weg. Diese Menschen gehen auf die Straße, weil es ihnen schlecht geht aufgrund ihrer Politik. Und wir als AfD, wir sind die einzige Fraktion, die sich felsenfest hinter diese Menschen stellt, und zwar in ganz Deutschland, und das insbesondere bei unserer großen Demonstration am 8. Oktober. Vielen Dank.